Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Mosse Lectures des Wintersemesters 21/22. Ich höre hier so ein leichtes Piepsen. Gut, ich spreche einfach mal weiter. Ich bin Stefan Willer, Professor für deutsche Literatur hier an der Humboldt-Universität. Und ich freue mich sehr, Juliane Vogel hier begrüßen zu können, die Vortragende des heutigen Abends. Sie ist uns nicht etwa zugeschaltet, sondern sie ist hier bei uns im Senatssaal der Humboldt-Universität. Und es freut mich auch, so viele von Ihnen hier vor Ort begrüßen zu können. Und natürlich freue ich mich ebenso sehr, diejenigen zu begrüßen, die dieser Veranstaltung auf digitalem Wege teilnehmen. Bevor ich Ihnen Juliane Vogel vorstelle und ihr das Wort für den Vortrag gebe, möchte ich ein paar einführende Worte zu unserem Semesterthema sagen. Ich möchte mir dieses Thema sozusagen ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Theater der Gegenwart. Schon indem ich Juliane Vogel und Sie alle hier vor Ort so emphatisch begrüßt habe, habe ich etwas zu unserem Thema gesagt. Von kaum etwas ist in diesen Wochen an den Universitäten so ausführlich die Rede wie von der Präsenz. So wie wenn man die Studierenden fragt, besuchen sie viele Präsenzveranstaltungen und sie einem dann sagen, ja schon, aber es gibt auch ein paar Online-Seminare, die unumgänglich sind und dann ist es schwierig, rechtzeitig von der Universität wieder zu Hause zu sein und Zoom einzuschalten. Oder wenn man Kollegen fragt, bietest du denn all deine Lehrveranstaltungen in Präsenz an? Und dann gesagt wird, ja, die Seminare schon in Präsenz, aber bei den Vorlesungen geht es leider weiterhin nur online und im Livestream und dann wird aufgezeichnet, damit es auch asynchron verfügbar ist. Das kennen Sie, das kennen wir alle. Wir sind über die Praxis der Corona-Semester alle zu Expertinnen und Experten in Sachen Distanz und Zeitverschiebung geworden. Also bestimmte Grenzphänomene des Raum-Zeit-Kontinuums haben es uns in der einen oder anderen Weise, glaube ich, angetan oder sind uns auf die Nerven gefallen. Und wir merken jetzt in dem, was, glaube ich, nicht nur an dieser Universität Übergangssemester heißt, dass die Rückkehr zur Präsenz gar nicht so einfach zu organisieren und zu bewältigen ist. Und alles das, wie gesagt, gehört zu unserem Thema. Die Universität, so wie wir sie jetzt gestalten und erleben, ist ein Theater der Gegenwart. Insofern wir uns hier bemühen, Gegenwärtigkeit wieder zu veranstalten, indem die Universität wieder ein gemeinschaftlich gestalteter Raum, ein gemeinschaftlich geteilter Raum wird, kommt sie überhaupt wieder als sozialer Ort und damit auch als Ort des Politischen in Betracht. Und so in diesem Umkreis, in diesem Themenspektrum verstehen wir den Titel der Mosse Lectures in diesem Semester. Wir fragen nach dem Theater im weiteren Sinne der theatralischen Schauplätze, aber auch nach dem Theater im engeren, im ganz spezifischen Sinn, insofern auf diesen Schauplätzen Aktualität und Präsenz zur Aufführung gelangen und insofern zugleich die Verortung in der jeweiligen Gegenwart problematisch und diskutierbar wird. Wir fragen dabei nach dem Konzept dessen, was überhaupt gegenwärtig bzw. was Gegenwart ist und nach dem, was daran möglicherweise immer strukturell theatralisch ist, Gegenwart als Theater. Was nun das Gegenwärtige, das Präsentische des Theaters im engeren Sinn betrifft und vielleicht im noch engeren Sinne geradezu des Dramas, so ist ebenso oft bekräftigt wie bestritten worden, dass die eigentliche Zeitform von Drama und Theater die Gegenwart sei. Unübertroffen in ihrer Prägnanz sind die diesbezüglichen Sätze von Peter Zondi auf den 5 ersten Seiten seiner Theorie des modernen Dramas, schlicht überschrieben mit das Drama, in der das idealtypische Drama, das heißt das noch nicht in die moderne Krise geratene, als primär und absolut beschrieben wird, als von allem ihm Äußerlichen abgelöst, woraus Zondi folgert, indem das Drama je primär ist,
ist seine Zeit auch je die Gegenwart. Die Krise des Dramas in der Moderne besteht dann nach Sondi in zeittheoretischer Hinsicht darin, dass exemplarisch bei Ibsen oder Hauptmann das Vergehen der Zeit selbst zum Thema wird, eine Vergangenheit, die nicht funktional für die reine Gegenwärtigkeit ist, sondern um ihrer selbst willen heraufbeschworen wird. Im postdramatischen Theater gab und gibt es Versuche, wie Sie wissen, oder Behauptungen, eine solche Krise der Gegenwärtigkeit vielleicht wieder zu überwinden durch die, wenn man so will, Realpräsenz einer sich absolut setzenden Performativität, nicht selten als Versuch verstanden oder inszeniert, an so etwas wie die rituellen Ursprünge des Theaters wieder heranzukommen, an die Gegenwärtigkeit des Festes. Wobei gerade im Zusammenhang von Theater und Festkultur ja deutlich wird, dass es nicht um reine Gegenwart geht, sondern eben um Ritualisierung, das heißt um Taktung und Organisation von wiederkehrender Zeitlichkeit, um Wiederholbarkeit und Wiederaufführbarkeit. Und das wäre ja übrigens mit Hans-Thies Lehmann gesagt auch ein wichtiges Charakteristikum postdramatischer Zeitlichkeit oder Zeitökonomie, das Abzielen zum Beispiel auf Repetitionseffekte neben anderen Thematisierungen von Temporalität wie Dauer oder Beschleunigung oder Simultaneität. Aber ich denke, gerade die Wiederholung ist doch interessant, weil sie auch im organisierten, institutionalisierten Theater mit seinen Proben, Rehearsals, Repetition, französisch, also Wörter, die ja deutlich auf die Wiederholung abzielen, wenn es um die Probe geht, aber auch das Repertoire oder die Wiederaufnahme, also alles das Zeitformen der Wiederholung, der Wiederholbarkeit, die das Theater eben gerade auch als eine Institution ausmachen. Dass nun gerade diese Wiederholungszeit mit der emphatischen Betonung von Gegenwärtigkeit durchaus zusammengehen kann, lässt sich wohl überall dort studieren, wo sich ein starker Begriff von theatralischer oder eben auch dramatischer Gegenwart verbindet mit dem theaterpraktischen Wissen um die Notwendigkeit der Wiederholung. Und um dafür nur ein kleines, vielleicht etwas randständiges Beispiel eines aber denkbar kanonischen Autors zu zitieren, Goethes Prolog zum Lustspiel Alte und neue Zeit von Iffland, laut Anweisung gesprochen von Madame Becker, geborene Neumann, also einer berühmten Schauspielerin der Zeit, und in diesem Prolog zum Lustspiel Alte und neue Zeit, also sehr temporalitätsträchtig, heißt es unter anderem, diese Prologsprecherin sagt: So hätte ich mich denn wieder angezogen, mich abermals verkleidet, und nun soll im vielgeliebten Weimar natürlich wieder zum ersten Mal ein neues Stück gegeben werden, das Alt und neue Zeit zum Titel hat. Wieder zum ersten Mal, das ist ja eigentlich wirklich eine tolle Formulierung, überhaupt diese metatheatralischen Texte von Goethe wirklich interessant, weil sie fortwährend Präsenzgesten liefern, die lauter Distanzgesten sind, die als Pro- und Epiloge außerhalb der jeweiligen Stücke stehen und gleichzeitig eben immer die theatralische Zeitlichkeit der Wiederholung ansprechen. Wie interessant gerade Goethe als ein an der Theaterpraxis geschulter Autor ist, wenn es um eine Theorie dramatisch-theatralischer Gegenwärtigkeit geht, das weiß nun niemand besser als Juliane Vogel, die in ihrem Buch über die Poetik des Auftretens ein sehr aufschlussreiches Kapitel über Goethes Auftrittstheater geschrieben hat, mit der schönen Überschrift und auch der denkbar einschlägigen in Goethe-Überschrift schwankende Gestalten. Und damit bin ich nun endlich bei unserer Referentin angelangt, die ich Ihnen noch kurz vorstellen möchte, bevor sie selbst sprechen wird. Juliane Vogel ist Professorin für neuere deutsche Literatur und allgemeine Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt 18. Jahrhundert bis Gegenwart an der Universität Konstanz. Sie hat geforscht, ganz einschlägig, und das ist für unseren Zusammenhang besonders wichtig, über Grundlagen der europäischen Dramaturgie, über Szenografien des Dramas in historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive, über Drama und Oper des 18. und 20. Jahrhunderts, über das Theater der Avantgarde und ganz besonders über die Poetologie des
Auftretens. Ein paar einschlägige Publikationen nur möchte ich nennen für unseren Zusammenhang einschlägig. Die Habilitationsschrift mit dem schönen Titel »Die Furie und das Gesetz« zur Dramaturgie der großen Szene in der Tragödie des 19. Jahrhunderts, ein Buch von 2002, in dem es um das Nachleben exaltierter Figuren, grenzüberschreitender Furienfiguren im Drama und auch in der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts geht. Ebenfalls einschlägig und mit einem ebenfalls sehr schönen Titel, das eben schon kurz erwähnte Buch über Auftrittsprotokolle, das den Haupttitel trägt »Aus dem Grund«, Auftrittsprotokolle zwischen Racine und Nietzsche von 2018, wo es darum geht, wie dramatische, vor allem tragische Texte die Auftritte ihrer Figuren inszenieren, vom 17. Jahrhundert bis zur modernen Dramatik. Zwei wichtige Sammelbände möchte ich auch noch nennen. Einer herausgegeben mit Christopher Wild, mit dem ganz jetzt schon geradezu generischen Titel »Auftreten – Wege auf die Bühne«. Und ein Band von 2018 mit Bettine Menke zusammen herausgegeben, »Flucht und Szene – Perspektiven und Formen eines Theaters der Fliehenden«. Das sind nun nicht die einzigen Forschungsinteressen von Juliane Vogel. Ich nenne noch zwei andere. Das eine, das betrifft die Dissertation über Antike in Wissenschaft und Literatur der Jahrhundertwende in Wien und ein jetzt laufendes Projekt über Schneiden und Schreiben in Texten der Moderne. Juliane Vogel ist an vielen anderen Stellen, nicht nur in Konstanz, vielfältig beschäftigt. Sie hatte über mehrere Jahre eine permanente Gastprofessur in Princeton. Sie war Fellow im Kolleg Bildevidenz an der FU Berlin und am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sie sitzt in verschiedenen Beiräten unter anderem. Das hat mich eine ganze Zeit lang sehr gefreut, als ich dort auch noch tätig war am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, jetzt Leibniz-Zentrum in Berlin. Sie ist seit 2020 Mitglied der Academia Europaea und sie wurde, das möchte ich als letztes noch ganz ausdrücklich erwähnen, mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis im Jahr 2020 ausgezeichnet, ist also eine in vielerlei Hinsicht ausgezeichnete Kollegin und es freut uns, Juliane, ganz besonders aus diesen allen Gründen, dass du heute Abend hier bist und unsere Reihe zum Theater der Gegenwart eröffnen wirst mit deinem Vortrag zur Beweglichkeit der Szene. Herzlich willkommen. Stefan, ganz herzlichen Dank für die Einleitung, die mich beschämt, gebührend beschämt. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier diese Reihe, Vorlesungsreihe eröffnen darf, mit einem alten Thema von mir. Der Titel meiner Habilitation hat ja, wie Stefan eben gesagt hat, den Untertitel gehabt, die große Szene im 19. Jahrhundert. Ich habe versucht, heute verschiedene Überlegungen zur Szene zusammenzutragen. Sie können sich vorstellen, dass das ein endloses Geschäft ist. Es schien mir aber doch so zu sein, dass bei dieser Gelegenheit, wo es um Gegenwart und Theater geht, der Begriff der Szene eine Rolle spielen sollte. Ich habe den Vortrag genannt, die Beweglichkeit der Szene. Ich habe überlegt, ob ich es auch nennen könnte, die Unbeherrschbarkeit der Szene. Bemerkungen zu einer beweglichen Form. Es ist ein bisschen eine Tour de force geworden. Ich hoffe, Sie begleiten mich. Die Szene hat sich zu einer politischen Form entwickelt. Das Szenenmachen zu einer politischen Aktivität mit hohem emanzipatorischen Potenzial. In den Augen ihrer Theoretiker, insbesondere Jacques Rancières, bietet sie die Möglichkeit, die Unsichtbaren in unserer Gesellschaft in die Sichtbarkeit zu heben und mit Handlungsmacht auszustatten. Die Praxis der Szene zielt darauf ab, einen Erscheinungsraum zu etablieren, der zugleich ein potenzieller Handlungsraum ist. Diese Vorstellungen sind von Hannah Arendts Überlegungen in ihrem Buch Vita Activa geprägt.
in denen sie die politische Existenz an die Möglichkeit des In-Erscheinung-Tretens knüpft. Hauptsächlich ihr Konzept des Erscheinungsraums ist mit wichtigen Einschränkungen in die aktuellen Konzeptionen der Szene eingeflossen. Mit Blick auf die Agora der griechischen Polis umreißt sie die Möglichkeit eines Raums, in dem nicht Einzelne, sondern viele auf und in Beziehung zueinander treten, in dem das Sprechen einer Handlung mit offenem Ausgang ist und ein kollektives Subjekt, in dem es in Erscheinung tritt, seine Wirklichkeit und Wirksamkeit erweist. Die Einsicht, Zitat Arendt, dass etwas erscheint und von anderen genau wie von uns selbst als solches wahrgenommen wird, bedeutet in der Welt, dass ihm Wirklichkeit zukommt, Zitat Ende. Dieser Satz, so meine ich, begründet auch die Politik der Szene, die die Herstellung einer neuen Realität erreichen will. Dieser Erscheinungsraum ist instabil und nicht an feste architektonische Plätze gebunden. Er entsteht überall, Zitat, wo Menschen handelnd und sprechend miteinander umgehen, Zitat Ende. Er hat keinen festen Ort, sondern muss im Prozess des Erscheinens immer wieder neu erschaffen werden. Szenen machen, Szenen herstellen, bedeutet nach Rancière einen Platz zu beanspruchen, wo keiner eingeräumt wird, das heißt besetzte Plätze einzunehmen. Szenen torpedieren die von der Staatsmacht monopolisierten Erscheinungsräume, indem sie sich einschalten und diejenigen auftreten lassen, die sonst nicht wahrgenommen werden. Für Jacques Rancière ist die Szene daher kein Begriff des Theaters oder des Dramas im engeren Sinn. Sie ist vielmehr eine Methode oder ein Verfahren, durch Mise-en-Scène neue Erscheinungsräume zu öffnen und zu erzwingen, was Rancière eine Neuaufteilung nennt. In meinen Überlegungen möchte ich das Potenzial der Szene, das in diesen Praktiken entfaltet werden soll, aus der Perspektive ihrer Vorgeschichte näher bestimmen. Ich möchte der Frage nachgehen, was die Szene zur Intervention prädestiniert und welche Eigenschaften sie für eine Praxis der Emanzipation geeignet machen. Ich werde dabei in drei Schritten vorgehen und einige Momente beleuchten, in denen die Form der Szene selbst in spezifischer Weise in Erscheinung tritt. Dabei gehe ich davon aus, dass die Geschichte der Szene eine Geschichte der Emanzipation und ihrer Gegenkräfte ist. Ich beginne bei den Poetiken des 17. Jahrhunderts, die die Szene disziplinieren. Ich blicke auf das Ende des 18. Jahrhunderts, an dem sich die Szene loslöst, in Bewegung setzt und als Form eigenen Rechts sichtbar wird. Ich schließe mit einem Beispiel aus der Gegenwart, Philipp Schäffners Dokumentarfilm Havarie von 2016, um den Einsatz des Szenischen vor diesem Hintergrund näher zu bestimmen. Dabei kann vorausgeschickt werden, dass auch die Szene selbst erst aus dem Stand der Unerkennbarkeit in die Sichtbarkeit heraustreten musste, um die politischen Funktionen übernehmen zu können, die ihr heute übertragen werden. Um das zu zeigen, ist es nötig, zur Geschichte des Dramas zurückzukehren, an das die Szene lange gebunden war. Ich warne Sie. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen zur Szene könnten nicht konventioneller sein. Ich möchte zur Poetik des europäischen Klassizismus zurückkehren und damit zu einem Zeitpunkt, an dem die Szene diszipliniert wird. Ich beginne in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Frankreich und damit zu einem Zeitpunkt, als dem Drama unter Berufung auf Aristoteles Regeln auferlegt wurden. Diese Regeln bestehen aus Einheitsforderungen. Dramatische Dichtungen sollen dadurch geordnet werden, dass sie, ich wiederhole, was Ihnen bekannt ist, den Einheiten von Ort, Zeit und Handlung unterstellt werden. Alles soll an einem Punkt zusammenlaufen und von diesem aus beherrscht werden. Die Regeln, die das klassizistische Drama des 17. und 18. Jahrhunderts beherrschten, verlangten die Unveränderlichkeit des Ortes und die kohärente Entfaltung einer Handlung in einer als linear und folgerichtig organisierten Zeit. Seine Abfassung unter diesen Bedingungen erforderte zeitliche Disziplin, das geschickte Verweben verschiedener Handlungsstränge und räumliche Koordination. Zusammengenommen fordern und gewährleisten die Regeln eine strenge Ökonomie der kompositorischen Arbeit.
Dieses Einheitsregime zeigt jedoch vor allem eines. Seine Regelungen besitzen die Stärke einer Gegenkraft. Sie dokumentieren den normativen Aufwand, der nötig war, um zu kontrollieren und zu beherrschen, was sich in der Theaterpraxis des frühen 17. Jahrhunderts der Subordination entzogen hatte. Die Regeln der Doctrine Classique, die mit den Namen D'Aubignac, Corneille oder Boileau verbunden sind, deuten darauf hin, dass etwas fixiert werden musste, was sich zuvor bewegt hatte, dass integriert werden musste, was stets Gefahr lief, sich selbstständig zu machen, und dass verdichtet werden sollte, was sich zuvor nur in loser Form hatte gruppieren lassen. Die Leistung der drei Einheiten besteht darin, die zentrifugalen Bewegungen des dramatischen Materials zu bannen und diesem eine Ordnung aufzuprägen, die es ruhig hielt, Kohärenz erzeugte und zugleich an einen Ort band. Diese Verdikte treffen in erster Linie den Umgang mit der Szene. Die Anstrengungen der Regelpoetik richten sich insbesondere gegen ein Strukturelement, in dem diese Fliehkräfte in besonderer Weise wirksam waren. Es sind die Szenen, die die Ordnung gefährden, die die Einheiten dem Material aufprägen, indem sie den Platz wechseln, die dramatischen Fügungen durchkreuzen und deren Abfolgen gefährden. Wenn Boileau die Aufgabe der Einheiten darin sieht, allen Elementen einen Platz anzuweisen, il faut que chaque chose y soit mise en son lieu, jede Sache muss ihren Ort erhalten, sind es die Szenen, die in dieser Weise kontrolliert werden müssen. Diese Widerständigkeit macht die Szene für die klassische Doktrin zu einer unzuverlässigen Sache. Sie führt dazu, dass sie in den Poetiken marginalisiert und nur als gebundene oder zu bindende beziehungsweise als zu teilende angesprochen wird. Die zeitgenössischen dramaturgischen Schriften erkennen den Szenen, wenn überhaupt eine, allenfalls schattenhafte Bedeutung zu. Zwar werden sie benötigt, um einen dramatischen Zusammenhang herzustellen, doch wird alles, was die Aufführung, Gestaltung und Anordnung der Szenen selbst betrifft, ausschließlich dem Ornatus, dem Schmuck, der Verzierung des Dramas zugerechnet. Den Status einer bedeutungsstiftenden dramatischen Einheit ist ihnen entzogen. Diese Geringschätzung der Szene setzt sich bis in die Moderne fort. Ein Echo derselben findet sich im dritten Teil von Hegels Ästhetik, in dem sich dieser in lakonischer Kürze über die Szeneneinteilung des Dramas äußert. Zitat: Man kann es nicht rechtfertigen, es Gliederung zu nennen. Auch in seinen Augen ist das Gewicht der Szene zu geringfügig, um eine Struktur zu bilden. Während Gustav Freytag in seiner gefürchteten Technik des Dramas die Kategorie der Szene gar nicht erst erwähnt, sprechen Dramaturgen wie Otto Ludwig hinsichtlich des Szenischen von bloßem Füllmaterial. Noch Max Scheler behauptet in seiner Schrift Das Phänomen des Tragischen von 1914, dass Szenen nicht Teile einer, Zitat, ideellen Komposition sein können. Hier heißt es, Zitat, es ist prinzipiell unmöglich, die Ordnung der Szenen aus dem Organismus einer auf Ideen beruhenden Komposition abzuleiten. Zitat Ende. Für den Ruf der Szene ist diese Unableitbarkeit verheerend. Ihr Arrangement bleibt der ideellen Komposition eines Dramas äußerlich, womit sie erneut aus der Organisationssphäre der Notwendigkeit in die offene Sphäre der Kontingenz verwiesen ist. Dieses Spannungsverhältnis beschäftigt mich in meinem Vortrag. Ausgehend von dem historischen Diskurs über die Szene möchte ich den Eigenschaften wie den Potenzialen einer Form nachgehen, die sich nicht oder nur schwer in das aristotelische Universum eingliedern ließ. In einem Rückblick, der vielleicht auch ein Vorausblick ist, ist eine Form mit starker Eigenbewegung zu besichtigen, die sich nicht oder nur widerstrebend auf poetische oder dramaturgische Regeln verpflichten ließ. Sie ist, um einen Begriff von Klaus Niklau zu verwenden, in der Strukturformel des Dramas selbst nicht enthalten und stets dazu fähig, in Widerspruch zu dieser zu treten. Dabei ist mir bewusst, dass ich dem breiten semantischen Spektrum des Begriffs der Szene an dieser Stelle nicht gerecht werden kann. Versuchsweise möchte ich sie als einen Komplex bestimmen, der verschiedene Bedeutungen zueinander in Beziehung setzt, ohne dabei trennscharfe Unterscheidungen zuzulassen. Dieser Komplex umfasst und verbindet mindestens vier Bestandteile,
in denen, vereinfacht gesagt, eine räumliche Dimension mit einer wie immer minimalen Ereignisdimension in Beziehung tritt. Die Szene als Plattform oder Place Structure, das heißt als Skene in ihrer architektonischen Bedeutung. Die Szene als imaginärer Schauplatz eines Vorgangs oder einer Handlung, die Szene als Teil des Dramas und die Szene als ein unbestimmtes, theatrales Ereignisfeld, in dem Vorgänge oder Menschen sinnlich wahrnehmbar werden, die den dramatischen Zusammenhang befördern, beleben, überlagern oder zerstören können. Vor diesem Hintergrund möchte ich auf diejenigen Merkmale der Szene hinweisen, die sich der Subordination, der Fixierung und der Linearisierung entziehen und aufzeigen, welche Qualitäten sie dazu befähigen, sich der Einbindung in einen Plan zu widersetzen. Umgekehrt möchte ich zeigen, dass die Gründe, die die Szene in den Augen des Klassizismus diskreditieren, zugleich ihr Potenzial bilden. Das heißt, die Regeln müssen zunächst gegen den Strich gelesen werden und aus dem Gebot die Gefahr rekonstruiert werden, die von der Szene ausgehen. Die Unbeherrschbarkeit der Szene lässt sich zunächst an ihrer Fliehkraft im Wortsinn festmachen. Anders als die Akte, die sie einbinden, sind Szenen mobil und entziehen sich ihrer räumlichen Fixierung. Wie immer man ihre Bedeutung definiert, man wird sie beweglich finden. Die Tätigkeit, die ihr zugeschrieben wird, ist der Wechsel, das Changement. Das gilt zunächst für ihre räumliche Instabilität. In der einen oder anderen Weise unterläuft sie die Aufforderung, die Nicolas Boileau in seiner Schrift L'Art Poétique formulierte. Der Ort der Handlung sei fixiert und bezeichnet. Ihrer eigenen Logik nach drängt sie über die Grenzen eines Ortes hinaus und zeigt die Neigung, unterschiedliche Lokale aufzusuchen. Auch John Dryden, der französische Regelungen nach England bringt, gibt zu, dass die dramatische Fantasie zur Wanderung neigt und statt des einen Ortes, one place, auf den sich die Handlung möglichst konzentrieren sollte, several places bespielen möchte. Dieser Mobilität ist es zu verdanken, dass die Regel von der Einheit des Ortes als die gefährdetste Einheit angesehen wurde. Während die Doktrin die Festlegung, Vereinheitlichung und Kontrolle des Schauplatzes forderte, ist die Szene ein Motor räumlicher Veränderung, der auch in der Raumenge der strengen dramatischen Form immer neue Räume aufzumachen versucht. Die Regel soll endgültig festsetzen, was die französischen Dichter des 17. Jahrhunderts als Pérégrination, also als Wanderschaften bezeichnen, oder das, was D'Aubignacs Pratique du Théâtre von 1657 den Transport der Szene nennt. Jean-Pierre Corneille lässt durchblicken, dass im Vergleich der Einheiten jene des Ortes am schwersten durchzusetzen ist und die größten Kompromisse verlangt. Die räumliche Konzentration des Dramas kann immer nur annähernd so gut wie möglich erreicht werden. Qu'il faut chercher cette unité exacte autant qu'il est possible, also so gut wie möglich, heißt es 1660 in Corneilles Trois Discours. Die halsbrecherischen Konstruktionen, die nun vorgenommen werden, um sie zu wahren, zeigen deutlich, dass sich die Vielfalt der Schauplätze Geltung auch in der Ordnung der Einheiten verschafft. So erfinden die Dramatiker Superorte wie den Palast, die Stadt oder Rom, um der räumlichen Proliferation der Szenen entgegenzutreten und die vielen Lokale, an denen sich die Szene realisiert, zu einem einzigen Ort zu synthetisieren. Folgende Überlegung Corneilles versucht, die Vielzahl der Orte so zu regulieren, dass sie sich auf verschiedene Zimmer des Palastes aufteilen. Zitat: Ich könnte sagen, was ich über Cinna gesagt habe, wo sich im Allgemeinen alles in Rom abspielt und im Besonderen zur Hälfte im Kabinett des Augustus und zur Hälfte im Kabinett von Emilia. Dieser Reihenfolge folgend findet der erste statt dieser Tragödie im Vorzimmer von Rodogyn statt, die zweite im Zimmer von Kleopatra, der dritte im Zimmer von Rodogyn. Zitat Ende. Dabei müssen auch die Verfechter der Einheiten zugeben, dass die Szene von ihren Anfängen her eine mobile Form war. Im Rückblick auf ihre Geschichte wird zugestanden, dass die Skene eine transitorische Struktur, also die antike Skene, eine transitorische Struktur darstellte, die sich an beliebigen Orten etablieren ließ.
D'Aubignac kehrt zu den pastoralen Anfängen der griechischen Kultur zurück, wenn er die ursprüngliche Seine als ein ombrage naturel bezeichnet, als ein bewegliches Dach, das dem Spiel, das es mit Zweigen beschattete, jeweils nur einen temporären Aufenthalt gewährt. Die Poetiken tradieren den Mythos des Thespiskarren aus der Poetik des Horaz, die den Ursprung der Tragödie an das Wandertheater knüpfte. Bei Boileau wird gesagt, dass Thespis den glücklichen Wahnsinn der Tragödie durch die Städte trug. Promenade par les bourgs cette heureuse folie. Gottsched berichtet, dass Thespis den Wagen zur Schaubühne machte, Zitat, mit seinen Sängern in Griechenland von einem Orte zum anderen herumzog. Im Untergrund einer durch die Einheit des Ortes organisierten Form hält sich so eine latente Mobilität, die auch in die Dramaturgie eines institutionalisierten und sesshaft werdenden Theaters hineinwirkt. Es sind jedoch nicht nur die Schauplätze beweglich, auch die Szenen im Sinne einer dramatischen Einheit lassen sich nur mit Anstrengung fixieren. So wie sie die Einheit des Ortes gefährden, gefährden sie auch die Einheit der Handlung. Auch in Bezug auf die Handlung entwickeln sie zentrifugale Kräfte, die sich Geltung verschaffen und kontrolliert werden müssen, wenn sich eine kohärente dramatische Abfolge ergeben soll. Wie bei den Orten ist auch hier die Multiplicité vicieux, die bösartige Vielfalt zu vermeiden, die René Lebussy als Gefahr für alle Einheiten des Dramas ansieht. Hier ist es zunächst die Aufgliederung in Akte, durch die die Eigenständigkeit der Szene gebrochen und der Notwendigkeit untergeordnet werden soll. Akte dienen der Zusammenfassung und Bändigung einer szenischen Imagination, die nicht nur an andere Orte ausweichen will, sondern auch droht, durch eigenen punktuellen Glanz vom Verlauf abzulenken. Lebussy vergleicht Szenen, Stücken, Zitat, aus reichen und glänzenden Stoffen, die den Prinzipien des Rapport, also der Inbeziehungssetzung, der Verkettung, das heißt der Liaison, und der Dependance, also der Subordination, zu unterstellen sind. Die Komposition eines Dramas muss nicht nur der Gefahr der Desintegration, der Zerstreuung, der Unterbrechung und der Ablenkung entgegentreten, die von den Szenen ausgehen, er muss auch ihre Sinnlichkeit beherrschen. Was es mit diesen beweglichen, nicht notwendigen Teilen auf sich hat, mit den pièces détachées, wie es bei D'Aubignac heißt, die, wenn sie nicht reguliert werden, selbstständige Wege gehen. Was die Architekten des Dramas irritiert, ist, dass die Geschichte der Szene eine Geschichte der Hinzufügungen ist. Die Szene kommt zugespitzt gesagt von außen. Sie ist dem Drama äußerlich und wird als eine Einfügung in eine gegebene Lage oder Struktur hineinbestimmt. Die Ordnungskräfte des Dramas aus dem 17. Jahrhundert blicken wiederum auf Aristoteles zurück, wenn sie das Problem szenischer Diskontinuität am Begriff der Episode diskutieren, die eben diese Bedeutung des Hinzufügens besitzt. Zusammengesetzt aus den Elementen Epi, zusätzlich zu, Eis, in etwas hinein, und Hodos, Wegstraße, zeigt sie eine Bewegung an, die in ein vorhandenes Gebilde hineinführt und daher keine strukturelle Priorität beanspruchen kann. Szenen beerben die Episoden insofern, als auch sie dem dramatischen Plan nachträglich sind und potenziell eine zweite Geschichte erzählen. Auch D'Aubignac verwendet das Wort insérer, einfügen, wenn er den historischen Anfang der Szene beleuchtet. Laut Lebussys Überlegungen zur griechischen Tragödie, Zitat, waren sie, die Episoden, nichts anderes als Ornamente, die einer Zeremonie hinzugefügt wurden, von denen sie keine notwendigen Teile waren, Zitat Ende. Damit scheint sich auch im Diskurs der Klassik ein Begriff der Episode durchgesetzt zu haben, der die Fügung einer kontinuierlichen Handlung verhindert. Während Aristoteles das Episodion als eine integrierende Form betrachtet hatte, die die kohärente Abfolge von Einzelszenen ermöglichte, werden Episoden in der Folge als potenzielle Störungen des dramatischen Zusammenhangs betrachtet.
von dem regelrechten Episodion, bei dem der Dichter den dramatischen Plan in Einzelszenen ausarbeitete, unterscheidet sich das, ein Ausdruck aus der klassischen Philologie, störend episodische durch eine Anordnung von Teilen, die weder wahrscheinlich noch notwendig sind. Sie beerben den Begriff der Episodiodes, den Aristoteles verwendet, wenn er in seiner Poetik die verfehlten, unplausiblen Konstruktionen behandelt, denen es nicht gelingt, Einzelszenen schlüssig in die Handlung zu integrieren. Die antike Komödientheorie hingegen spricht von den Episoden als von Beilagen durchaus im kulinarischen Sinn, die hinzugefügt werden, um das Publikum zum Lachen zu bringen und ohne für die Handlung essentiell zu sein. Hier erhalten sie den Charakter eines komischen Einschiebsels, etwas, das Gilbert Norwood als half-intrusive bezeichnet. Im Prisma des Komischen wird der parergonale, das heißt nicht essentielle Charakter der Episode betont, den die Tragödie zu unterdrücken versucht. Hier schließt die moderne Szene an, wenn sie sich außerhalb fester Fügungen bewegt und die vermeintlichen Notwendigkeiten vorgegebener Strukturen im Licht ihrer Kontingenz erscheinen lässt. Diese Half-Intrusiveness der Szene druckt sich buchstäblich auch darin aus, dass dieses Hinzutreten oder sich Einfügen in eminenter Weise an eine Auftrittsbewegung gebunden ist. Episodisch im Sinne eines Wegs in etwas hinein ist nicht nur die ungebundene Einzelszene, die in ein Gefüge interveniert, sondern auch die Ankunft von Personen, die sie verändern. Der Hinzutritt neuer Personen ist bereits für das antike Episodenverständnis essentiell. Aber auch neuzeitliche Szenen sind nicht nur durch die Bewegung des Ortswechsels, sondern insbesondere durch Personenwechsel bestimmt. Laut Antoine Furetiers Dictionnaire universel von 1690 bezeichnet die Szene, aber auch in der Dramaturgie des Klassizismus, nicht nur das Theater oder den imaginären Schauplatz, sondern denjenigen Teil einer dramatischen Dichtung, in dem ein neuer Akteur die Bühne betritt oder diese verlässt. Zitat: Szene nennt man auch die Teile einer dramatischen Dichtung, wenn ein neuer Akteur auf die Bühne tritt und einer von den Anwesenden die Bühne verlässt. Was hier wie eine Regel formuliert ist, klingt bei Daubignac etwas anders. Er bemerkt, dass es nicht der Dramatiker, sondern der Akteur ist, der die Szene schafft. Seine Bemerkung, alle Akteure machen neue Szenen, kann in dieser Weise ausgelegt werden. Sie geht davon aus, dass über ein punktuelles Hinzutreten etwas Neues hervorgebracht und durch die Performativität der Auftrittsbewegung eine Szene eröffnet wird, die unterbricht, wo der Dramatiker verbindet. Auch wenn das Drama vorrangig durch eine lückenlose Verkettung der Szenen bestimmt ist, die auf einen Ausgang hin ausgerichtet sind, bezieht es seine Dynamik doch aus dem Eklat der Akteure, die mit einem Schritt die Bühne dynamisieren. Über die Kraft der Ankünfte erwirbt es la chaleur et la vie, die dem dramatischen Plan fehlen. Aber auch hier zeichnen sich die Spannungen zwischen Disziplinierung und Eigendynamik ab. Was es aber heißt, aus den Regelwerken des Dramas auf die oder in die Szene entlassen zu werden, zeigt das Drama des 18. Jahrhunderts. Ich komme zu meinem nächsten Komplex. Ein Blick auf das Drama des Sturm und Drang macht auf allen seinen Strukturebenen deutlich, was es bedeutet, wenn die Kontrolle über die Szene gelockert wird und auch innerhalb dramatischer Grundrisse stärkere Geltung beansprucht. Beim Verlassen des Regelraums werden die Szenen in ihrer Beweglichkeit wie in ihrer Eigentemperatur kenntlich. Wir sehen, wie diese aus der Subordination heraustreten und Auftrittsimpulse verstärkt werden. Goethe unterstreicht in seinem Götz von Berlichingen die Vielfalt der Orte und die Volatilität der Szene, indem er sie immer neu und emphatisch lokalisiert und mit wechselnden Ortsangaben versieht. Angaben wie Schwarzenberg in Franken, Herberge oder Herberge im Wald unterstreichen nicht nur die Beweglichkeit der Szene, sie situieren die Handlung selbst an Durchgangsorten und betonen ihren Wechsel. Schillers frühe Regieanweisungen akzentuieren die Szene durch gesteigerte Bewegung.
wenn seine Charaktere, Zitat, mit brennenden Sohlen hereineilen, wenn sie wild heranstürmen, wenn ihre Auftrittsbewegung als hitzig oder erhitzt bezeichnet wird, werden die Szenenränder energetisch markiert und eine szenische Evidenz geschaffen, die unter dem Regime der Liaison de Seine nicht möglich war. Unter diesen Voraussetzungen zeigt sich aber auch, dass die Zahl der Szenen immer größer ist als die Zahl jener, die in einen dramatischen Zusammenhang eingebunden werden können. Die störenden Szenen, die einen Ablauf verändern, umlanken, unterbrechen, die Szenen, in denen sich alternative Abläufe andeuten oder auf einmal Stille herrscht, kurz die ausgeschlossenen aber möglichen Szenen treten nun stärker ins Bewusstsein. Was sichtbar wird, ist das unbegrenzte Archiv jener Szenen, die nicht zum Zug kommen oder jener, die möglich wären. Schon die Verfasser der Poetiken wussten um die Gefahr von solchen Szenen. D'Aubignac hatte sie, Zitat, als nicht notwendig, überflüssig und vergeblich bezeichnet. Schon sie hatten den Scène de Nécessité, die die Hauptlinien einer Handlung zeichneten, von den entbehrlichen Szenen unterschieden, die außerhalb der dramatischen Notwendigkeit lagen. Die Vermehrung und Mobilisierung der Szenen am Ende des 18. Jahrhunderts führt zu neuen Arbeitsökonomien, die dem anwachsenden Archiv Rechnung tragen. Der Zuwachs von szenischen Möglichkeiten beginnt die Möglichkeiten strenger dramatischer Organisation herauszufordern. Für eine solche Überschusswirtschaft ist Schillers Dramenproduktion ein Beispiel, der man ansonsten Mangel an Struktur nicht vorwerfen kann. Seine Arbeitsweise zeigt ihn als einen Dramatiker, der Szenenüberschüsse produziert, der versetzt und bereits geschriebene Szenen verwirft. Sein Briefwechsel mit seinem Mentor, dem Mannheimer Theaterdirektor Dahlberg, zeigt, wie Szenen versetzt oder vergessen werden. Am 29. September 1783 schreibt er während seiner Arbeit an seinem Fiesco zu Genua, Zitat, mit gutem Glücke fallen diese zwei Szenen unbeschadet des Stücks in der Umarbeitung ganz weg. Zitat Ende. Goethe berichtet, dass er Szenen, die er um das Hauptinteresse nicht zu schwächen, Zitat, im Götz von Berlichingen nur andeuten konnte, nun in seinem Drama Clavigo verwendete. Szenen treten in die Latenz zurück, tauchen wieder auf, sie werden umgeordnet und auch auf andere Stücke verschoben. Dieses Szenenarchiv enthält aber weit mehr als nur Szenen, die ein spezifisch dramatisches Projekt betreffen. Es weitet sich auf die gesamte Realität aus. Es ist natürlich keine Neuigkeit, dass sich dieses Theater an den Stücken Wilhelm Shakespeares orientierte. Über ihn waren die Dramatiker der 1770er oder 1780er Generation mit einer Szenenpraxis bekannt geworden, die nicht auf den Ausschluss szenischer Vielfalt, sondern auf ihre Inkorporation hin ausgerichtet war. Den Rezeptionszeugnissen ist zu entnehmen, dass über Shakespeare nichts weniger als die Welt in das Drama Eingang fand. Wie Goethe in seinem Text Shakespeares Tag bemerkt, erzählen Shakespeares Dramen die Geschichte der Welt. Über ihn erhält die Szene welterschließende Funktion. Prägungen des Shakespeare-Diskurses wie Weltbegebenheiten, so von Lenz, oder Weltguckkasten wie Herder, deuten auf ein prinzipiell grenzenloses Szenenarchiv hin, das die Ökonomie der Regelpoetik noch von anderer Seite her außer Kraft setzt. Seine Stücke versammeln, Zitat Herder, alle Szenen, womit die szenische Erschließung aller in der Welt auftretender Orte und Situationen als möglich und wünschenswert angesehen wird. Damit wird die Pluralisierung der Szene nicht mehr als Gefahr für die dramatische Komposition erfahren. Sie steht vielmehr dafür, dass die Welt auch durch das Drama nicht mehr zurückgewiesen werden kann. Szenen wandern jedoch nicht nur innerhalb von Werken, sie lassen sich auch weit leichter als dramatische Werke kommunizieren und transportieren. Als Weltbegebenheiten treten sie zugleich in einen Kommunikationszusammenhang ein, der über das Lokale hinausführt und ihre mediale Verbreitung gewährleistet. Die Shakespeare-Rezeption läuft in Europa nicht nur über Übersetzungen von ganzen Texten, sondern über die Verbreitung von sogenannten Bits and Pieces. Zeitschriften und Schauspieler beteiligen sich an dem The Transport of the Scene, wie es in Shakespeares Henry V heißt, der dort von der leichten Shiftability der Szene spricht,
die sich ohne Seekrankheit über den Ärmelkanal hinwegbewegen lässt. Der Schauspieler David Garrick bringt Shakespeare in Einzelszenen nach Frankreich. Philipp Lammers weist darauf hin, dass Shakespeares Szenen versehen mit Herausgeberkommentaren über die moralischen Wochenschriften verbreitet wurden. Hamlets Monolog erreichte das deutsche Publikum zuerst in einer Übersetzung von Luise Gottsched, die in der Zeitschrift Der Zuschauer erschien. Sie tragen zu einem internationalen Verkehr von Shakespeare-Szenen bei, die nun zum europäischen Gemeingut werden. Szenenzitate zirkulieren in deutschsprachigen Stücken, die nun anfangen, von Lady Macbeth-Szenen oder Lear auf der Heide-Szenen zu wimmeln. Hier erleiden sie ein Schicksal, das eine Szene von Racine nie erlitten hätte. Während Racines Szenen gesammelt und gebunden werden, ist die Shakespeare-Szene geeignet, sich zu zerstreuen, einzuschieben und zu verbreiten. Im Zuge dieser Öffnung tauchen nun aber auch Szenen auf, die bis dahin keine Chance auf Gegenwart hatten. In den Soldaten von Reinhold Jakob Michael Lenz führt die Lockerung der Struktur dazu, dass bis dahin unsichtbare Figuren hinzu und auf die Szene treten. So ist die Szene mit Wesners alter Mutter, die unvermittelt am Ende des zweiten Aktes durch das Zimmer kriecht und ein Lied singt, nur möglich, weil nun auch die überflüssigen Szenen einen Platz erhalten und überflüssige Personen einen Anteil am Erscheinungsraum haben. Ich zitiere: Wesners alte Mutter kriecht durch die Stube, die Brille auf der Nase, setzt sich in die Ecke des Fensters und strickt und singt oder krächzt vielmehr in ihrer alten, rauen Stimme. Jetzt kommt dieses Lied, ein Mädel jung, ein Würfel ist, wohl auf den Tisch gelegen, das kleine Rösel aus Hennegau wird bald zu Gottes Tische gehen. Das Ganze endet mit der Regieanweisung, indessen dauert das Geschecker im Nebenzimmer fort, die alte Frau geht hinein, sie zu berufen. Unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Praxis der Szene müssen diese Vorstellungen ernst genommen werden. Über ein literaturhistorisches Interesse hinaus kann an ihnen abgelesen werden, unter welchen Voraussetzungen eine Szene gemacht und in Bewegung gesetzt wird. So geben sie darüber Auskunft, warum und inwiefern Szenen in gegebene Strukturen und vertraute Horizonte intervenieren, wie und unter welchen Bedingungen sie die spontanen, ereignishaften Verdichtungen erzeugen, in denen sich eine Veränderung andeutet. Die Herstellung einer Szene bietet die Möglichkeit, unter volatilen Bedingungen einen Anfang zu setzen, eine Handlung zu beginnen, die sich nicht vollendet, eine Erzählung, die eine Fortsetzung verlangt, aber auch eine Stille, die es ermöglicht, eine, Zitat, in den Stürmen der Handlung nicht bewegten Sphäre Luft zu schöpfen, wie es bei Gilbert Norwood heißt. Ihre Zukunftsfähigkeit ergibt sich aus dem ihnen eigenen fragmentarischen, andeutenden, gemischten und bewegten Charakter. In allen Phasen ihrer Geschichte bewahrt sie das Gedächtnis ihrer Beweglichkeit, die ihr schon ihrer Wortbedeutung nach anhaftet. Skene bedeutet das Zelt. Sie bezeichnet eine immer nur temporäre, flüchtige Architektur. Der Erscheinungsraum, den sie dem Fragment der Szene eröffnet, ist daher selbst in Bewegung. Und nur indem er in Bewegung ist, kann er eine Szene den Boden bereiten. An einem aktuellen Beispiel möchte ich Ihnen zum Abschluss noch aufzeigen, wie eine Mise en Scène in Bewegung aussehen kann und in welcher Weise gerade die Mobilisierung der Bühne selbst zur Poiesis der Szene beitragen kann. Ich spreche von dem 2016 entstandenen Dokumentarfilm Havarie von Philipp Scheffner, auf den mich Friedrich Balke in einem sehr schönen Aufsatz hingewiesen hat. Dieser Film dokumentiert aufbauend auf vorproduziertem Material das Auftauchen eines Flüchtlingsbootes mit 13 Flüchtlingen auf der Route des Cruise Ships Adventures of the Sea am 14. September 2012. Dieses Auftauchen ist Inhalt des gesamten Films. Entgegen den touristischen oder nautischen Erwartungen, die sich mit einer Schiffsreise verbinden, erscheint es auf der Fläche des Meeres und unterbricht die Gleichmäßigkeit der Reise, die der Kreuzfahrtgast bei seiner Buchung erwarten darf.
Das Boot vor allem, aber seine Insassen bleiben dabei undeutlich. Die Kamera bewegt sich zu ihm in gleichmäßigem Abstand. Wie Friedrich Balke schreibt, sieht man nicht mehr als einen unruhig bewegten Fleck auf blauem Grund. Diese minimale Differenz, diese schwache Auftrittskraft des Bootes, sein Hinzutritt reicht jedoch aus, um ihm einen insistierenden, Rancière würde sagen, unterbrechenden Charakter zu verleihen und von Seiten des Kreuzschiffs eine starke Reaktion zu erzwingen. Durch das Boot wird der Ozeanriese vorübergehend aufgehalten. Es öffnet sich ein Erscheinungsraum. Adventure of the Seas, Adventure of the Seas. This is Cartagena Radio, please. Yes, ma'am, I read you loud and clear, loud and clear. Can we get a 10, please? 10. Adventure of the Seas, this is Cartagena Radio, please change to channel 27 to 7, over. Sur la fenêtre et je regarde mon père. Il est avec des gens. C'est des terroristes. Il parle avec eux, mais moi j'entends rien. Juste je regarde. Parce qu'ils ont, ils sont à côté de la voiture. Mais le problème là, ils demandent à mon père qu'il monte dans la voiture. Et j'ai peur qu'ils vont prendre mon père. Après, il monte dans la voiture. Et en plus, c'est moi qui a donné les clés de la voiture, parce qu'ils étaient dans ma chambre. S'il part, ben, je veux bien partir avec lui. Le problème, il y a deux hommes. Ils sont en face de ma porte. Je ne peux pas sortir. J'avais 12 ans. So einfach. Sie erhält nicht einfach einen Platz im Blickfeld jener, die eine solche Unterbrechung nicht gebucht haben. Der Film dokumentiert nicht einfach ein Ereignis, er reflektiert die Schwierigkeiten, die mit der Etablierung eines solchen Erscheinungsraumes zusammenhängen. Diese Schwierigkeiten liegen zunächst daran, dass keiner der Beteiligten, weder die auf dem Schiff
befindlichen Betrachter der Szene noch ihre Protagonisten, die Flüchtlinge, festen Boden unter den Füßen haben. Die Unruhe dieses Erscheinungsraums ist überdeutlich. Beide Positionen bewegen sich auf schwankendem Grund, ohne sich zu verändern. Der Film setzt uns für anderthalb Stunden dem quälenden Eindruck aus, dass sich das Boot nicht annähert und die Bühne nicht gefunden wird, auf der es landen könnte. Doch ist diese lokale Situation nicht einfach gegeben. Sie entsteht vielmehr in einer mehrstufigen Verbindung mehrerer Räumlichkeiten, die eine einfache Lokalisierung der Szene nicht gestatten. Ihren Platz findet diese Szene nicht nur dort, wo sie stattfindet, sondern auch dort, wo sie bearbeitet, kommentiert und beschrieben wird. Sie entsteht nicht nur am Kreuzungspunkt zweier Schiffsrouten, sondern in der Konfrontation mit der Cellphone-Footage, in der sie festgehalten ist. Philipp Schäffner war nicht selbst Zeuge des Ereignisses. Er hat diese Szene oder besser sein szenisches Material im Netz aufgefunden. Sein Film ist die Bearbeitung eines Videos, das ein Gast des Kreuzfahrtschiffs Terry Diamond am 16.09.2012 auf YouTube stellte. Es wird online kommuniziert und in der Ortlosigkeit des digitalen Szenenarchivs aufgefunden. Der Erscheinungsraum, den wir sehen, integriert die lokale Gegebenheit und seine mediale Verbreitung. Seine Herstellung erfolgt unter Bedingungen ihrer exponentiellen Vermehrung, wie Balke schreibt, und öffnet sich dann, wenn das Lokale und das Globale zusammentreten. Zugleich können verschiedene Schichtungen unterschieden werden, die deutlich machen, dass der Ort dieser Szene nur in Relation mit anderen Orten aus bestimmt werden kann. Schäffner fügt der visuellen Szene akustische Szenen zu, in denen Geflüchtete von ihren Erfahrungen berichten, nicht die Überlebenden des Bootes der Havarie, sondern anderer Reisen. Diese Stimme haben wir eben gehört. In der Herstellung der Szene werden Abwesende und Anwesende gleichermaßen einbezogen. Das Lokale ist nur noch insofern zu erschließen, als es durch die Medien vermittelt wird. Schäffners Szene ist auch das Produkt ihrer globalen Übertragbarkeit. Medien sind Teil des Geschehens, sie sind, wie es bei Judith Butler heißt, der Schauplatz oder Raum in seiner erweiterten oder wiederholten visuellen und akustischen Dimension. Die Medien konstituieren die Szene in einer Zeit und an einem Ort, die über ihr lokales Auftreten hinausgehen. Wird die Szene übertragen, so ist sie sowohl hier als auch dort. Und würde sie nicht beide Orte umspannen, viele Orte, um genau zu sein, so wäre sie nicht die Szene, die sie ist. Folglich muss das Lokale, so Butler abschließend, außerhalb seiner selbst neu geschaffen werden, um als Lokales gelten zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Juliane, vielen Dank für den Vortrag. Ich bin gespannt auf unsere Diskussion und will Ihnen nur mal sagen, wie wir vorgehen. Wir werden hier uns ein wenig zu zweit unterhalten, Juliane Vogel und ich. Sie haben aber dann auch gerne die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Es werden dann Mikrofone herumgereicht bei Bedarf. Ja, Juliane, ich fand das eine sehr spannende und auch sehr herausfordernde Geschichte, die du uns erzählt hast, als eine Vorgeschichte, wie du ja sagtest. Und ich würde dem gerne ein bisschen nachfragen, also inwiefern die Stationen, die du umrissen hast, eine Vorgeschichte der Szene als einem politischen Ort gewesen sind. Und so ein paar konkrete Punkte hätte ich, und vielleicht kannst du dann noch mal an der einen oder anderen Stelle nachlegen. Und die erste Frage wäre die nach dem Ort des Politischen oder der Funktion des Politischen in dem, was du die Disziplinierung der Szene im 17. Jahrhundert genannt hast. Man könnte ja sagen, es ist eben in dieser Disziplinierung selbst liegt eine bestimmte Art von Politik, ja, also eine Politik der klassischen Tragödie. Gleichzeitig hat die klassische Tragödie aber ja auch die Politik
zum Gegenstand, also die Staatsaktion. Ja. Und das in verschiedenen historischen Settings, also Rom oder Märtyrerdramen. Und das würde mich nochmal interessieren, inwiefern jetzt das Politische als ein Gegenstand der Tragödie mit dieser Politik der Disziplinierung zusammenhängt. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich weit komplizierter, als ich das jetzt hier dargestellt habe. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass diese Disziplinierung der Szene selbst ein Zentralisierungsprojekt ist, was in Zusammenhang steht mit dem allgemeinen politischen Zentralisierungsprojekt dessen, was man als Absolutismus vielleicht immer noch bezeichnen kann. Also die Regie über die Szene ist analog in der Regie über den Staat und seine Institutionen. Das lässt sich auf allen kulturellen Ebenen verfolgen, dieser Zentralisierungsvorgang, und erklärt auch, warum da keine Lücken entstehen dürfen. Man kann das so weit gehen und das Ganze letztendlich auch als eine Beherrschung oder ein Versuch oder eine Möglichkeit zu beschreiben, jetzt sozusagen auch nach dem Bürgerkrieg Szenenherrschaft auszuüben. Also dass zwischen diesen Szenen nichts passiert. Also es wird geradezu auch das Drama selbst einem Käfig verglichen, an dem jedes seinen Ort haben, so jedes Element seinen Platz einnehmen soll, damit eben diese Zwischenszenen oder diese Lücken eben nicht gefährlich werden. Ja. Also das ist das eine, und man kann natürlich gerade bei so Autoren wie Racine beobachten, dass das nicht so leicht ist. Ja. Also dass sich gerade hinter dem Käfig der disziplinierten Szenen oder des Dramas dann eben andere Kräfte bemerkbar machen, die langfristig dann auf die Szene drängen, und das ist insbesondere das Volk. Ja. Also das ist das, was man bei Racine auch schon sehen kann, im Britannicus zum Beispiel. Also da gibt es schon eben Anzeichen, dass da vor den Toren dieser dramatisch geschlossenen Welt andere Akteure andrängen, ja, und in diese Tür einrennen wollen. Und das passiert natürlich da langfristig. Inwiefern hat speziell das zu tun mit so unterschiedlichen Möglichkeiten von politischer Handlung oder überhaupt mit Handlungsfähigkeit? Also wo man ja jedenfalls, wenn ich das richtig einschätze, in der französischen klassischen Tragödie, jedenfalls Corneille und Racine, in dieser Hinsicht ja auch idealtypisch unterscheiden könnte. Also was überhaupt handeln können heißt, in dem einen Fall ein sehr starkes Konzept, in dem anderen bei Racine tatsächlich irgendwie diese von vornherein eigentlich bestehende Handlungslähmung, also auch dieses Aussetzen von Handlung im Sinne von dramatischer Aktion, aber auch tatsächlich von Entscheidungsfähigkeit der dramatischen Subjekte oder Figuren. Ja, das ist eine interessante Geschichte, warum die Bindung genauso funktioniert, sozusagen in Bezug auf die heroische Aktivität, die man vielleicht bei Corneille antreffen kann, und dem Pathos, das wir bei Racine antreffen können. Das sind ja gewissermaßen Kehrseiten voneinander, oder also ich würde, also darüber muss ich eigentlich nochmal nachdenken, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass hier sozusagen in der Backstage sich auch noch andere Szenen aufbauen. Ja, also gerade die Phaedra ist ja eine Tragödie, wo sich sozusagen der Vordergrund auf den Hintergrund hin öffnet, und das Monster, was im Vordergrund eben nicht auftritt, also sozusagen in einem grandiosen Meer auftritt, dann zutage tritt. Ja. Ja, aber eigentlich muss ich darüber jetzt noch ein bisschen nachdenken, also warum die Geschlossenheit sowohl in Bezug auf das Pathos wie als auch auf die Aktivität funktioniert. Nur ist das bei Corneille natürlich auch nicht ganz einfach zu beantworten. Er ist ja auch sozusagen ein großer Maschinendramaturg, ja, also jemand, der also mit vielen, der die Geschlossenheit seiner Szenen auch auflösen kann und mit Maschinen operiert, die selbst wieder unterbrechend sind. Ja. Aber vielleicht müsste ich darüber noch etwas genauer überlegen. Eine ganz wichtige Kategorie in dem, was du gezeigt hast, ist ja die Figur des Kollektivs. Die hast du jetzt gerade auch noch mal selbst dort stark gemacht, wo sie
so programmatisch eben draußen bleibt, aber als etwas, was doch irgendwie herandrängt oder also sozusagen schon eigentlich an der Schwelle steht und fast schon auf die Szene treten kann. Dein Einstieg, in dem hattest du ja tatsächlich formuliert, dass die Szene als eine politische Kategorie, als eine Möglichkeit des Erscheinenkönnens und des Handelnkönnens, also als ein Erscheinungsraum bei Rancière und Arendt, die beiden hattest du ja am Anfang genannt, dass die ganz entschieden mit kollektiven Subjekten zu tun haben. Das ist ja einerseits vielleicht naheliegend, aber andererseits vielleicht auch gerade nicht, jedenfalls wenn man vom Theater aus denkt oder das Ganze über das Theater laufen lässt, wie du es jedenfalls ja über weite Strecken des Vortrags gemacht hast, wo ja das Kollektiv auf jeden Fall so eine Grenzbestimmung dessen ist, was überhaupt repräsentativ werden kann. Das wäre so ein Punkt, der mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren würde. Also inwiefern jetzt die politische Szene oder die Szene des Politischen und die Szene als eine dann doch, wenn auch sehr vielgestaltige und irgendwie nicht begrenzbare oder nicht richtig zu bändigende Kategorie des Theaters miteinander zu tun haben in Hinsicht auf dieses Kollektivsubjekt. Also ich habe selbst sehr bedauert, dass ich diesen Faden nicht durchgezogen habe. Ja. Würde sagen, wie auch schon vorher, dass das ein langsames Auftauchen ist, kollektiver Akteure, die jetzt sozusagen auf der Szene selbst allmählich sichtbar werden. Ich habe versucht am Schluss, also mit dieser Havarie-Geschichte, bin ich nochmal dahin zurückgekommen und wo dieses Kollektiv letztendlich als eine unbestimmte, undeutliche Einheit sichtbar wird, aber eben gerade dadurch also besonders wirksam wird. Ja, also da ist gerade, dass die Kamera sich jetzt nicht gewissermaßen keine Individuen identifizieren kann, dass sie letztendlich in der Distanz bleibt und dieses Boot sozusagen als ein Kollektivobjekt ins Visier nimmt, dass da taucht eben dieses Kollektiv wieder auf. Ja. Ich würde vielleicht aber auch sagen, dass das auch bei Rancière nicht immer, also das Kollektiv tritt nicht immer als Kollektiv auf, ja, sondern es gibt eben Kollektivfiguren oder Einzelfiguren in der Art und Weise, die eben auch kollektiv produktiv werden, ja, also die sich sozusagen eine innere Pluralität haben oder pluralisieren in einer Art und Weise, die sie dann auch über die eigene Individualität oder Singularität hinausführt. Ja, ja, ich höre das alles, was du sagst, mit einem, geradezu möchte ich sagen, Eigeninteresse, weil ich in diesem Semester ein Seminar gebe zum Thema Massenszenen im Drama, das gerade also in Gang kommt und ich deswegen natürlich diese Kollektivfiguren besonders interessant finde, vielleicht aus diesem etwas schrägen Kanon der Massenszenen nur noch ein Beispiel zu bringen, mit dem du dich nicht beschäftigt hast, das aber mit der Szene in besonderer Weise zu tun hat. Bei Brecht, Trommeln in der Nacht heißt es, jedenfalls in einer Variante der Bühnenanweisung gibt es da x verschiedene Versionen, dass es darum geht, die revolutionären Vorgänge, es ist ja Spartakusaufstand, Aufstand 1919, die hinter den Szenen, so heißt es da, hinter den Szenen vonstatten gehen, dass die, je wichtiger sie werden eigentlich für die Handlung, dass sie immer dünner und gespenstischer werden und in dieser immer gespenstischeren Weise, also sozusagen über die Szenen in den Zuschauerraum kommen. Ich sage das jetzt schon einigermaßen sozusagen thesenhaft, versuchsweise jedenfalls zubereitet. Das ist dann noch ein bisschen gezielt vager formuliert. Aber gerade diese Kategorie hinter den Szenen, die hat es mir irgendwie angetan, natürlich auch schon im Vorblick auf deinen Vortrag. Kannst du mit diesem Plural etwas anfangen, gerade was dieses revolutionäre Kollektiv, das nicht auf der Bühne erscheint, aber irgendwie gespenstisch sich hinter den Szenen zeigt, etwas anfangen? Na, ich würde sagen, da öffnet sich die Fassade. Also die Szene ist ja in der theatralen Konvention ein Singular. Ja? Also die
Man kann das so beschreiben, ja, also dass das einfach erstmal eine geschlossene Wand ist. Aber in dem Moment, wo ich das pluralisiere, löst sich eigentlich dieses Monolithische auf und wird auch vieldeutig. Ja, also weil hinter den Szenen heißt dann wirklich nicht bloß jetzt die Szene in ihrer räumlich-architektonischen Bedeutung, sondern eben auch ihre Bedeutung als theatrale oder dramatische, als dramatische Handlungseinheit. Ja, also da würde ich sagen, da löst sich der Raum letztendlich in eine solche Handlungseinheit auf und wird vielleicht auch dadurch durchlässig. Ja. Also ich glaube, alles geht darum, diesen Raum zu öffnen. Das ist, glaube ich, bei jeder Unterbrechung so, bei jeder revolutionären Unterbrechung. Aber diese Pluralisierung würde das vielleicht gerade eben über diese Bedeutungsvervielfältigung dann auch öffnen und zerstreuen. Einem Punkt, dem letzten deines Vortrags, möchte ich gerne noch nachfragen und dann Sie alle herzlich einladen, auch Ihre Fragen und Bemerkungen loszuwerden. Das ist naheliegenderweise dieses dieser Havarie-Film oder dieses Video in seiner vielfältigen, in seiner gemischten Entstehung auch mit dem Found Footage und den irgendwie so asynchron drüber liegenden akustischen Szenen. Auch da interessiert mich die Figur des Kollektivs und die Frage ihrer eigentlich ja nicht repräsentierbarkeit oder ihres in Erscheinung tretens, aber irgendwie auch nicht. Das ist ja in diesen Ausschnitten sehr eindrücklich geworden, dass tatsächlich die Szene als eine Einheit der Filmbildlichkeit gerade in ihrem Umriss nicht feststeht, also dass dieses Boot immer wieder aus dem Bild rausrückt und wieder reingeholt wird, also tatsächlich diese Schwierigkeit überhaupt etwas zu zentrieren und das extrem unscharfe, verwackelte dieses Bildes, wo man sich diese Gruppe von Menschen, und wenn man das dann ein Kollektiv nennen kann, ja wirklich auch nur schwer vorstellen oder vor Augen führen kann, und dann aber diese, was an Stimme dazu kommt, ja eine einzelne Geschichte ist, die also tatsächlich gerade in ihrer Spezifik und Singularität in akustische Erscheinung tritt. Also das ist ja, wenn ich es richtig sehe, ich habe tatsächlich leider den gesamten Film nie gesehen, sondern nur darüber gehört und Ausschnitte gesehen, aber so ein entscheidendes Konstruktionsmerkmal, oder? Also dass diese Trennung von Bild und Tonspur auch mit dieser Unterscheidung von Kollektivität und Singularität oder Individualität zu tun hat. Aber zugleich aufeinander verwiesen sind. Ja, ja. Also das ist natürlich die Dissoziation, die diesen Film prägt, aber dann auch wieder zusammenführt. Und ich denke, gerade diese Zusammenführung ist das politisch Interessante. Ja. Also das erstens mal sieht man, glaube ich, daran, dass in dem Sinn solche Szenen neue Szenen an sich ziehen. Ja. Also das war vielleicht auch was ich in meinem Vortrag mitsagen wollte, dass eigentlich eine Szene nie allein bleibt, sondern dass sie neue Szenen provoziert oder andere Szenen attrahiert, und das sind hier, zieht die eine visuelle Szene unterschiedliche akustische Szenen an, die sich um sie herum lagern, ja, und dann auch wieder sozusagen auf so dieses Kollektiv der Flüchtigen bezieht, aber dann auch wieder untereinander in Verbindung treten. Ja. Also das sind Szenenkomplexe, die hier entstehen, und wobei sich eben dann auch die Frage stellt, wer macht eigentlich die Szene? Ja. Also das habe ich mich dann noch gefragt. Ja. Also wer macht diese Szene? Also wenn es ums Szenenmachen geht, glaube ich, kann man in dieser Arbeit eigentlich überhaupt niemanden mehr benennen. Ja. Es gibt natürlich jemanden, der das irgendwie zusammenschneidet und der diese Found Footage bearbeitet, aber
die Szenen machen sich gewissermaßen auch über die Akteure, ja? Also die ins Bild treten, die anfangen zu sprechen. Und eigentlich wird hier eigentlich die Möglichkeit geboten, diese Szenen sozusagen zusammenzuführen und miteinander kommunizieren zu lassen. Also vielleicht, um da dann doch noch einmal nachzufragen, dieses Szene machen oder Szenen machen ist ja in diesem Fall dann auch noch mehrstellig, was die Entstehung des einfach des Bildmaterials angeht. Also tatsächlich die ganze Zeit diesen Film zu erstellen, erstmal konkret, ihn dann bei YouTube hochzuladen und damit dann weiter umzugehen. Und dann wäre ja die Frage, an welcher Stelle setzt der Moment ein, wo man sagen kann, hier tritt etwas in diesem szenischen Sinne in Erscheinung als etwas Politisches. Also würdest du sagen, dass das erst an einer bestimmten Stelle dieses Prozesses einsetzt, in dem Moment, wo das ein auch künstlerisches Projekt wird, oder ist schon der Moment, wo das auf YouTube hochgeladen wird, oder schon der Moment, in dem das sozusagen live ins Bild genommen wird? Oder tatsächlich ist es auch das, wo man sagen kann, gut, hier gibt es einfach Akteure auf diesem Boot, wenn man das, also liegt darin schon der Moment des In-Szene-Tretens? Also was ist es? Also das finde ich, die Fragen hast du jetzt sehr schön formuliert. Und ich glaube, man kann sie nicht einfach entscheiden, ja, sondern, also was mir so ein bisschen vorgeschwebt ist, das ist wirklich, das sind Etappen, ja, das sind bestimmte Phasen oder vielleicht auch prismatische Veränderungen, die immer wieder andere Szenen, also die Poesis der Szene immer wieder anders neu beleuchten und die aber aufeinander verwiesen sind. Ja. Also ich würde auch diese Found Footage bereits als einen Schritt hin zum Szenenmachen bezeichnen. Also da wird ein Standort gewählt, da gibt es ein Fenster, durch das gefilmt wird, da wird ein bestimmter Ausschnitt gewählt, also es gibt eine bestimmte Zeit, die bespielt wird, es gibt die Entscheidung gewissermaßen mit einer nicht ganz stabilen Hand die Bewegung des Flecks auf dem Wasser zu verfolgen. Das sind wichtige szenische Vorleistungen und hier sind bereits szenische Prinzipien am Werk. Ja. Der nächste Schritt ist dann vielleicht diese Bearbeitung. Ja. Da wird also sozusagen der Szenenrahmen verändert. Es wird nicht mehr gezeigt, dass ein Rettungsboot dorthin fährt, um den Flüchtigen Wasser zu bringen oder ihnen Vorräte zu bringen. Es wird weggelassen, sondern er reduziert die Szene eben auf diesen einen wandernden Fleck. Und aber er weiß auch, dass er derjenige nicht ist, der diese Szene sozusagen vollständig zum Erscheinungsraum machen kann, sondern er muss diese anderen Stimmen dazu holen, die dann selber wieder vom Standpunkt eigener Szenen reinsprechen oder sich hinzufügen. Ja. Ja, danke. Bis hierhin. Ich würde gerne Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Fragen oder Bemerkungen loszuwerden. Bitte sehr, dort Hartmut von Saß. Ja, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, die an den letzten Dialog anschließt, sozusagen zur Konstitution der Szene. Also wenn ich Ihren Vortrag durchgehe, würde ich sagen, die ersten beiden Teile von den dreien zielen darauf ab, Eigenschaften in dem Stück oder in dem Drama zu benennen, die eine Szene auszeichnen. Also zum Beispiel Figurenwechsel, jemand tritt ab, jemand kommt dann zu, Fragen der Einheit des Ortes oder der Zeit und dergleichen mehr, also in dieser aristotelischen Tradition. Und der dritte Teil in der Kommentierung jedenfalls war eher so etwas wie Rezeption. Also dann würde ja, also entweder kollektiv oder subjektiv, so etwas Hermeneutisches kommen. Also eine Szene wäre das, was man versteht, ein Spannungsbogen oder dergleichen mehr. An Form der Dementierung dieser Figuren kann man sich das auch klar machen. Also die Szene öffnete sich dann nach dem ersten Modell, wenn nicht klar ist, wer kommt, wer geht, oder dass die Einheit des Ortes dann wieder sozusagen zerfließt und
Die Form der Dementierung im zweiten Modell wäre eher so etwas wie nicht verstehen oder dass sozusagen es nicht klar ist, was da richtig passiert. Und jetzt ist die Frage, wie sich diese beiden Punkte zueinander verhalten. Also der Akzent lag eher auf diesem ersten Modell. Das sind Eigenschaften, die wir da vorfinden, die können wir sehen, die können wir beschreiben. Und viel weniger auf der Rezeption, dass also Szenen gemacht werden, indem sie betrachtet werden. Aber der dritte Teil sozusagen ging eher in diese Richtung. Meine Frage wäre einfach, ist das eine richtige Beschreibung dessen, wie Sie eine Szene definieren würden? Und wenn ja, wie verhalten sich diese beiden Modelle zueinander? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche, das jetzt noch mal besser zu verstehen, was Sie gemeint haben. Also meine Idee war eigentlich, dass ich Merkmale der Szene isoliere und dann versuche, dann doch so etwas daraus abzuleiten, wie bestimmte subversive Merkmale. Ja. Und meine Idee wäre schon, dass diese Merkmale, also die Beweglichkeit, das Rahmensprengende, die Vervielfältigung der Orte, die Hinzufügung, also diese ganzen Dinge dann doch als Vorgeschichte einer aktuellen Szenenpraxis zu beschreiben. Ja. Und das würde ich jetzt bei diesem Brotszenen doch versuchen, also wobei ich jetzt hier weniger über die Rezeption gesprochen habe, als einfach über die Verbreitung oder Streuung. Das war irgendwie das, die Idee, die vielleicht bei dem zweiten Teil eine Rolle gespielt habe, war, dass sich die Szenen eben vervielfältigen, dass sie anfangen zu wandern, dass sie durch diese dramatische Struktur nicht gebunden werden können, ja, und dass sie praktisch in so eine Zirkulation reintreten. Und jetzt über diese Havarie hatte ich irgendwie gehofft, dass genau diese, also diese Beweglichkeit, die die Szene dann entwickelt im Übergang, also jetzt sozusagen zur Moderne, dass die hier dann einfach nochmal in besonderer Art und Weise deutlich wird, indem jetzt einfach es nicht um Anwesende geht, sondern dass man diese Szenen eben irgendwo oder eben im Netz antrifft und dass die eigentlich nur gelingen können, wenn das Lokale sozusagen aus dem Standpunkt der Ortlosigkeit, also dieser digitalen Welt heraus rekonstruiert wird. Also das war nicht hermeneutisch gemeint. Ja, eine nächste Frage dort bitte. Es ist Anja. Ja, vielen Dank für den wundervollen Vortrag und diese Gedanken, die mich sehr inspiriert haben, auch weil ich gerade eben aus einem Seminar in der Medienwissenschaft komme, das ich unterrichte, wo es ebenfalls um die Theorie der Szene geht. Und was mich besonders interessiert, auch in dem Seminar, sind ja unerwartete, unkonventionelle Beispiele, an die man erstmal nicht denken würde. Deswegen fand ich das Beispiel Havarie sehr, sehr interessant. Auch ich habe viel von dem Film gehört, habe ihn aber noch nie gesehen und fand das auch im Rückgriff auf Ihre dramengeschichtliche Herleitung des Szenenbegriffs sehr interessant, was auch diese Emergenz der Szene aus dem Auftreten von neuen, unerwarteten Figuren angeht. Was mich dahingehend noch interessieren würde, ist, Sie haben den Szenenbegriff, oder so wie ich es verstanden habe, war für diese Variante des Szenenbegriffs, die Sie uns vorgestellt haben, ganz wichtig die Kürze der Szene. Ja? Also so zumindest habe ich das in diesem dramengeschichtlichen Kontext verstanden, dass sich die Widerständigkeit der Szene auch aus ihrer Kürze ergibt und daraus ergibt, dass sie sich als kurze Form zu einer größeren Ordnung auf eine gewisse Weise verhält oder diese auch sprengt. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wie verhält sich das in diesem Filmbeispiel? Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es aber so verstanden, dass wir in diesem Filmbeispiel auf einer visuellen Ebene eine ganz, ganz lange Szene haben. Und das würde mich sehr interessieren, wie lässt sich das in dieses Szenenkonzept einfügen, dass wir es hier mit einer langen Szene zu tun haben, die sich, so zumindest vermute ich es, nicht zu noch etwas Größerem verhält. Ja, vielen Dank für die schöne Frage. Ja, das führt sehr weit und ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine befriedigende Antwort geben kann. Das mit der Länge und der Kürze ist so eine Sache, die sich immer wieder ändert. Ja, also auf der einen Seite kann man schon so sagen, dass die kurzen Szenen letztendlich die subversiven sind oder die komischen, die eingeschobenen, ja, die Ola Potrida, also gerade im
Volkstheater sind das ja immer Dinge, die so da dazwischen gehen, die intervenieren und die dürfen ja nicht lang dauern, ja, sondern das muss dann dagegen, also gerade die erfolgreiche Intervention, die muss kurz sein, das ist vollkommen klar, ja. Umgekehrt ist es so, dass man vielleicht jetzt gerade auch nochmal bei der französischen Klassik sagen kann, es gibt auch sozusagen eine Gewaltherrschaft über die Szene, die darin besteht, dass man Szenen zerschneidet, ja, oder dass man sie, oder es heißt dann Découpage, also das ist der Begriff, und das setzt sich dann so von so Langszenen ab, wo dann die Leute auftreten, weil sie wollen, ja, oder wo so unregelmäßige Zeitrhythmen entstehen, ja, oder wo der Ort des Auftritts nicht richtig bezeichnet werden kann, also wo so eine unbestimmte Zeitlichkeit entsteht, die man besser zerschneidet, ja, also wenn man Szenen macht als Dramatiker, ja. Aber es ist eben umgekehrt, also bei Goethe zum Beispiel im Götz sind ja sehr lange Szenen, also die viele Auftritte haben, und da hat man das Gefühl, da geht's eigentlich darum, diese Länge wieder zu gewinnen, ja. Also man müsste das im Einzelfall anschauen, wann die Länge und wann die Kürze eigentlich gegen das Szenenregime sagen protestiert, ja, aber es ist ganz sicher ein Faktor, der da eine Rolle spielt, ja. Wir hätten noch die Zeit und den Raum für ein bis zwei weitere Fragen. Eva Horn, bitte. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache und irgendwie ein bisschen spekulative Frage. Gibt es auch Theater ohne Szene? Oder gibt es sowas wie postszenisches Theater? Ist postdramatisches Theater postszenisch? Vielleicht kann man von der Spekulation darüber, was eigentlich keine Szene mehr ist, dann auch nochmal darüber nachdenken, was noch zur Szene jenseits dieser aristotelischen Einheiten dazukommen kann. Aber ich würde gerne mal wissen, wie du das siehst, oder würdest du sagen, wann immer jemand etwas vorführt, ist es eine Szene und es ist sozusagen das Molekül, aus dem Theater gemacht ist. Hast du einen Vorschlag? Naja, also ich frage mich einfach, ob diese stundenlangen Klangteppiche, zum Beispiel von Jelinek, die ja auch sagt, das sind keine Figuren, es gibt eh keinen Ort, es gibt eh keine Handlung, ob das noch als Szene zu fassen ist, wo auch Texte gesprochen werden, die sich keinem Subjekt, nicht mal mehr einer Position zuordnen lassen. Und ob das nicht ein Versuch ist, sozusagen hinter diese kleinste Einheit, so beweglich und dekonstruierbar sie ist, dahinter zu kommen und zu sagen, ich mache was ganz anderes, ich fülle Zeit. Ich finde das nicht einfach zu beantworten, jetzt also gerade mal in Bezug auf die Jelinek'schen Experimente oder Sprachflächen, weil sie mir doch so gemacht zu sein scheinen, dass sie Regisseure adressieren und ihnen die Szenenmacht überlassen. Ja. Also ist die Jelinek-Stücke funktionieren alle über Szenen, wenn sie realisiert werden. Ja. Also da wird dem Regisseur letztendlich die Macht gegeben, diese Stücke zu zerkleinern, ja, oder sich sozusagen von beliebigen Semantiken, Redefiguren, szenischen Fragmenten zu eigenen Szenen anregen zu lassen. Also da gelingt diese Zerstörung der Szene eigentlich nicht. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass sie dann doch sehr stark auf diese Kooperation angewiesen ist oder das auch als unproblematisch sieht. Dass sie selber das Auftreten natürlich selber unentwegt dekonstruiert, das ist überhaupt keine Frage, ja. Also, aber ich würde jetzt die Szene auch nicht an solche namhaft werdenden Akteure zurückbinden, ja, sondern das sind schon Dinge, die auftauchen, oder wie du sagst, das sind vielleicht Moleküle, aber ich würde sie als immer noch als szenisch bezeichnen, ja, also solange sie das Theater
benutzt, ja, für ihre. Und man hat eher im Gegenteil das Gefühl, dass sie in den bei den Regisseuren sowas wie so eine Szenenfantasie in Gang setzt. Ja? Also was da an Szenen kommt, das übersteigt eigentlich die szenische Fantasie vieler anderer Dramen bei Weitem. Ja? Und da, wo sich eben auch der Horizont öffnet auf viele Dinge, die dann einfach szenisch präsent werden. Ja? Also finde ich, also ich sehe die Richtung, aber ich sehe noch nicht, ich habe das Gefühl, solange es eben diese Bühnen gibt und dieses Situierungsangebot besteht, ja, wie flüchtig auch immer, geht es letztendlich um diese Bilder. Ja. Es ist schwer, das auszuschalten. Es gibt immer wieder es gibt immer wieder Zeiten oder es gibt immer wieder Phasen, wo das Szenische ausgeschaltet ist. Ja. Aber ich denke, es ist eher in der Negation dann doch letztendlich weiterhin zu sehen. Ja, ich lasse noch einmal meinen Blick schweifen, ob ich noch eine Meldung sehe. Und da das, doch, bitte, ja. Hier vorne in der ersten Reihe. Danke für den sehr dichten und intensiven Vortrag. Ich fand es ganz amüsant. Ich hatte im Vorfeld hatte ich ein Missverständnis welche Szene gemeint ist, und dachte, bis es dann losging, es gehe um die quasi die Off-Szene, die im Sinne von Subkultur, die Techno-Szene, die Beweglichkeit dieser Szene. Und ich habe es dann relativ schnell begriffen, okay, es geht um die Szene als Theatereinheit oder als gestalterisches Phänomen. Und fand dann aber im Sand, als ihr Vortrag losging, hatte ich, es hätte die Sachen, die sie gesagt haben, hätten auch auf diese subkulturelle Szene noch gepasst, die Sichtbarmachung von ansonsten wenig handlungsfähigen, das Auftreten sichtbar werden und so weiter und so fort. Und da gab es verschiedene Sachen, das tauchte immer wieder auf. Und ich hatte mich dann jetzt eben immer wieder gefragt, dieser Begriff, dieser konventionelle kulturelle Begriff von die Szene, die Off-Szene oder die Theaterszene oder die was weiß ich was, würden Sie da sagen, dass sich die Erkenntnisse, die oder die Zusammenhänge, die sich auf der Ebene jetzt inhaltlich waren, übertragen ließen, oder ob da ein Zusammenhang besteht? Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass die Szene heißt wie die Szene. Also ich weiß nicht, ob ja, es leuchtet mir sofort ein. Ich würde mir wünschen, dass das so ist, ja, weil ich habe das natürlich jetzt hier nur am Theater oder am Drama behandelt, aber es sollte, gerade auch mit dem Havariebeispiel, habe ich das Dramatische ja dann auch verlassen, und ich wollte ja eigentlich nur anhand der Geschichte der Szene zeigen, um welche Merkmale letztendlich diese zentrifugale Kraft bedingen oder diese zentrifugalen Wirkungen auslösen. Und ich würde mir wünschen, dass es so ist. Ja? Also ich glaube, man kann es zum Beispiel auch auf die Avantgarden anwenden. Ja? Also das wäre schön, wenn dieser Begriff der Szene, also gerade im Hinblick auf diese Fragen der Dissoziation, der Flüchtigkeit, der Verschiebung und so weiter, wenn das auch für solche Szenen gelten könnte. Ja, das wäre schön. Ja, damit ist, glaube ich, auch schon eine Spur gelegt in das, was in dieser Reihe der Mosse Lectures in diesem Semester noch kommen könnte oder noch kommen wird. Ich möchte nur schon mal darauf hinweisen, dass am 9. Dezember hier der zweite Vortrag in der Reihe stattfindet, in dem Barry Kosky im Gespräch mit unserer Kollegin Ethel Matala-Demazza
über die Komödie sprechen wird. Darauf können wir uns schon freuen. Juliane Vogel, wir freuen uns sehr, dass du heute den Auftakt gemacht hast. Ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag, für das Gespräch, Ihnen allen fürs Kommen und noch einen schönen Abend.